Dieses Castle haben wir beim letzten Mal komplett verbrannt. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Genau, wie gesagt, beim letzten Mal hier beim Castle aufgehört. Jetzt kommt das Airship. Ich muss einmal leiser machen. Musik ist schon wieder viel zu laut. Capshroom Airship. Ja, dann fangen wir an. Weiß ich nicht, ob ich die will. Wir werden sehen. Ich sehe einen Pfeil, der nach oben zeigt. Das suggeriert mir, ich sollte da runterspringen. Oh, da ist auch noch ein Pfeil, der spannenderweise nach unten zeigt. Bruder! Magie! Der Pfeil hat die Matrix gebrochen. Der zeigt nach unten und nicht nach oben. Was ist das denn? Ah, wunderbar. Er ist sogar gefreezed. Hier oben befindet sich sogar ein Item. Wunderbar. Ja, ein Item vor allen Dingen. Ein Run-Up. Zack, down. Ich habe immer das Gefühl, hier muss man schnell sein, weil man könnte hier doch safe eine Star-Coin verpassen, wenn man nicht fast enough ist. Oder man stirbt einfach. Oh mein Gott. Genau sowas meine ich. What? Ich spring da jetzt runter. Und da ist er tot. Wunderbar. Okay, Guys, die Starcoin wird geskippt. Ich habe keine Ahnung, wie wir da drankommen sollen. Und ich hoffe, das war die erste. Komplett lost. Kann man da hoch? Wahrscheinlich kann man da nicht mal hoch. Das ist völlig... Mann, was passiert? Ich warte jetzt, bis der Feuerstrahl da drüben ist. Oh mein Gott. Man muss ja gucken, was sich da alles Spannendes befindet. Wir haben noch keine Starcoin. Ich habe ein, wie nennt man das, sehr gutes Gefühl bei der Sache. Da befindet sich jetzt die zweite Starcoin. One-Up mitgenommen durch die Röhre. Es startet schon wieder ein bisschen zu turbulent. Es ist natürlich, ist das die dritte gewesen. Wäre ja auch cringe, wenn es die zweite oder die erste wäre. Warte, heißt das dann, dass das die zweite gewesen hätte sein können? Ah! Das war maximal knapp. Warum bewegst du dich nicht? Der bewegt sich nicht, das ist sus, das ist nicht gut. Davor habe ich Angst. Wir haben eine Starcoin. Ich werde bestimmt nochmal ein zweites Mal da reingucken. Aber erstmal stellen wir uns den Boss. Es ist Morton. Was ist deine spannende Fähigkeit? Gar keine. Ich bin hier oben safe. Genau. Genau, er liest einfach Gedanken und schießt dahin, wo ich gar nicht stehe. Wunderbar, down ist er. So muss das. Aber nur vielleicht diesem überdimensional großen Pfeil folgen, der nach oben zeigt. Das ist die zweite. Wir wissen, wo die erste ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir die bekommen. Kommen wir zur nächsten Welt. Welt 4. Sakura Village. Das war die Welt, an die ich mich noch erinnert habe. Die japanisch angehauchte Welt. Bamboo Steps. Wir starten direkt rein. Let's go. Ich habe mega Bock da drauf. Welcome to the Sakura Village. Try climbing the bamboo stalks by holding up on the Wii Remote. Okay, wir können die also erklimmen. Wahnsinn. Schaut euch den Background an. Schaut euch alles an. Wir haben Shy Guys. Lol. Die gab es im Original-Game gar nicht. Und die brauchen zwei Hits. Okay. Okay. Unsere Freunde brauchen zwei Hits, damit diese unsere spaßige Welt verlassen. Ich bin jetzt schon maximal überzeugt, dass das die geisteskrankste, besteste, ja, Betonung auf besteste Welt von allen wird. Sass, sass, da geht's hoch. Gar kein Problem, die einsammeln. Ich war vorsichtig, man weiß nie. Vielleicht kann man da mal nicht runterhüpfen, das ist nicht so gut. Und, oh, wie heißen die? Sind das diese Tori-Schreine oder wie die heißen? Und da führt auch eine Röhre rein. Jetzt müssen wir in so einem roten Raum rauskommen. Schade, das wäre jetzt cool gewesen. Das gibt mir voll die... Guys! Donkey Kong Arcade It In. Habe ich recht? Ich habe recht. Das gibt mir sowas von Donkey Kong Vibes. No!
Gut genommen. Stimmt, die brauchen 2 Hits. Oh, nee. Weg hier. Weg hier. Weg hier, habe ich gesagt. Die brauchen 2 Hits. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Hier gibt es auch schon den Checkpoint. Wunderbar. Was haben wir drauf? Ich glaube, das sollen Kirschblütenblätter sein. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Oh, jetzt sind wir auch noch in luftigen Höhen. Oh, ich will unbedingt nach Japan, Mann. Ich will den ganzen Tag sowas angucken. Fehlt uns noch was? Als ob das Ding Damage macht. Das wusste ich nicht mal. Da unten ist safe die Starcoin. Da ist sogar eine Röhre. Okay. Safe von dem Monty. Oh, bitte nicht. Oh, bitte gar nicht. Nimm die Starcoin und weg hier. Ah, da werde ich hysterisch. Da habe ich Angst. Um mich, um mein Leben und um alles, was mir widerfahren könnte. Was mir aber auch widerfahren könnte, ist ein wunderbarer, saftiger Pilz. Zack. Wir haben alle 3 Starcoins noch das Ziel. Das Scrolling gefällt mir actually gut. Dass das so sei. Es kann sein, dass das Japanische viel rausholt. Aber das Scrolling so seitwärts. Ich habe mich festgehalten, Mann. Ich will hier auf der ganz, ganz sicheren Seite sein. Oh, als ob! Warum hältst du dich auch da fest? Mario, was ist los mit dir? Mario, du bist so ein. Och, Mann. Egal, wir haben das Ziel erreicht. Ist okay. Wir haben alle Starcoins. Damit bin ich zufrieden. Schauen wir direkt ins nächste Level rein. Flip, Block, or Shade. Orchard. I don't know. Starcoin, bitte einmal. Lass sie doch einmal da sein, bitte. Das sind die Blöcke, die blinzeln zweimal und dann fahren sie sich aus und wieder zusammen, right? Das sind Blöcke aus Mario World. Wäre das auch geklärt an der Stelle? Okay, das heißt, wenn ich hier eine Stampfattacke mache. Das ist geisteskrank innovativ. Leute, wisst ihr was? Ich werde auf jeden Fall ein Shirt droppen, auf dem einfach nur innovativ draufsteht. Guys, das mache ich. Das mache ich. Wenn diese Folge online kommt und ich wirklich dran denke, ich schreibe mir das auf, wann die Folge kommt. Heute, ab heute gibt es im Shop ein Shirt, auf dem steht einfach nur drauf innovativ. Guys, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hashtag Werbung an der Stelle. Dieses Shirt wird kommen. Ja, ihr habt tatsächlich richtig gehört. Die beiden Shirts, einmal in schwarz und einmal in weiß, wird es bis Ende des Let's Plays unten im Shop geben. Schlagt auf jeden Fall zu, bevor das Ganze vorbei ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und lasst ein Like da. Wunderbar. Ihr müsst nämlich immer so warten, weil die drehen sich ein Stück und dann werden sie wieder fest. Und das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Aber man kann auch durch, okay. Das heißt, wir müssen auch mal Stampfattacken abbrechen, weil wir sonst in den Abgrund fallen könnten. Wichtig zu wissen, wichtig zu wissen. Auf euch habe ich wenig Bock. Aber ich muss auf euch Bock haben. Kann ich euch so killen? Ja, kann ich. Die Musik kommt woher? Ist das... Ne, es ist nicht Paper Mario. Es kann nicht Paper Mario sein. Weil Paper Mario viel später kam. Also ich rede von Origami King. Auf jeden Fall... Geisteskranke Musik. So stelle ich mir japanische Musik vor. Uns fehlt die 2. Starcoin. I'm scared. 2 mm zurücklaufen. Aber hier war auch nichts, gell? Oh, oh. Aber ich sehe da was, was sass sein könnte. Ja, okay. Das sah so aus, weil das so direkt über Boden ist. Hätte ja sein können, dass da ein durchlässiger Boden sich darunter befindet. Deutsch an der Stelle durchgedribbelt. Und zack, zack, wumms. Das war jetzt zum Beispiel sehr auffällig und sass. Da wurden wir sogar nach oben gefeuert. Let's go. Ich fliege. Die Coins werden auch noch schön mitgenommen. Und dann verlassen wir das Ganze wieder. Das auch hier. Ah, da sind einfach nur Coins drin. Aber ich mag ja so kleine Details. Wisst ihr, was ich meine? Hier. Sowas. Der normale Spieler wird da wahrscheinlich niemals runterspringen. Aber es ist trotzdem drin. Es ist so schön. Es freut mich. Es ist einfach so ikonisch. Es macht Spaß. Es ist innovativ.
jetzt im Shop erhältlich. Ich find's nicht. Spawnen die da oben die ganze Zeit? Natürlich spawnen die da die ganze Zeit. Ich nehme den Hit in Kauf. Ich wurde nicht gehittet. Ja, aber jetzt ist die Röhre natürlich sass. Nee. Wunderbar. Eisblume. Gar nicht mal so bad tatsächlich. Auch wenn die ein bisschen anders fliegt wie die... Dings. Feuerbälle. Echt stronges Item. Man weiß es ja nicht. Schön 800 Punkte gemacht. Da oben ist noch was. Ich wusste es. Wo, habt ihr gesehen? Was? Der Pfeil. Geist. Oh mein Gott. Oh, das ist so geistes. Oh, ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel so unfassbar. Es ist so gut. Es macht so Spaß. Hör doch auf, so Spaß zu... Ja, das habe ich jetzt verdient. Ist okay. Ich habe die Starcoin noch im letzten Moment geholt. Jetzt gibt es auch nochmal hier diesen... Ja, ist okay. Ich akzeptiere es an der Stelle einfach mal. Ist völlig fein. Ist völlig fein. 4-3. Wir haben 99 Leben, by the way. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Erstmal gucken. Ist hier meine Star... Nein. Wenn sie jetzt... Ich werde ein Level vergessen, das abzuchecken. Und in exakt diesem Level wird es so sein. Wetten. Ja. Oh, das ist ein nerviger Jump. Ah, hier muss man die Physik noch ein bisschen lernen. Ah, wie heißen die? Bonsai-Bäume. Heißen die so? Ich glaube, die heißen so. Bonsai. Heißt doch safe so. Außer ich bin jetzt mal wieder lost. So wie Fundsachen. Ich werde da so lange jetzt draufballern, bis der Fisch down ist. Dankeschön. Oh, und jetzt kommt da wieder ein Goomba. Okay. Man kann die auch nur leicht werfen, habe ich gesehen. Ne, die fliegen immer gleich. Okay. Du kannst springen. Du bist individuell. Das finde ich voll cool. Und ganz hier rechts kann man nach oben. Oh ja, das schmeckt nach zweiter Starcoin. Oh, wir können sogar da drin stehen. Ah, das freut mich. Oh, Mann, das ist so schön. Es ist so schön. Du kleiner Gnom. Das hier ist so ein massives... Du kleiner Gnom. Das ist so ein Herzensprojekt. Das ist der Wahnsinn. Hätte nicht gedacht, dass ich dieses Spiel so lieben lerne. Die springen unterschiedlich hoch. Ja, ja, okay. Aber ihr seid nichts gegen meine heiklen Hämmer. Hartes Plattforming. Hart an der Grenze. Hier sind vom gelben Schalterpalast Blöcke. Das heißt, die Blöcke oben dran sind wichtig, weil da ist eine Ranke drin. Wenn man da stehen kann, dann kommt man leichter da dran und das macht Sinn. Da findet sich die dritte Starcoin. Das war nur für den Red Ring. Ey, bin ich auch voll cool mit, hab ein Item. Ganz chillig, ganz entspannt. Das ist bisher meiner Meinung nach die entspannteste Welt. Ah, er hat zu schnell geworfen. Na, der hat auch keine Rausholanimation, so wie Spikes. Was es halt ein bisschen schwerer macht, das Ganze einzustellen. Hier ist auch schon das Ziel, wir haben alle drei Starcoins. Das fühlt sich so schön an. Und Guys, zur Belohnung machen wir heute noch ein weiteres Level aus dem Sakura Village. Petal Lake 4-4. Ganz genau. Und zwar eine Brücke, ein See mit japanischen Kirschblütenbäumen. Kann ich auf denen draufstehen? Okay, die sind jetzt so dick, dass man auf denen stehen kann. Aber das macht mir, das gibt Hardcore-Plattforming. Ich will die... Ha! Doch nicht aktivieren. Ich will hier leben. Durchkommen. Ach du meine Güte. Das Wasser saugt einen so ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich denke eher nicht. Aber das Wasser tut genau das. Ach, von rechts kommen wir da hin. Das sind viel zu viele. Das ist Fischgespamme. Aber gar kein Stress für den einzig wahren. Oh, ich wollte gar nicht. Nein, bitte nicht. Na, okay, okay. Es musste früher oder später musste es passieren. Es ist jetzt passiert. Ich akzeptiere es voll und ganz. Uns fehlt die zweite Starcoin bis jetzt. Macht mir Sorgen. Ah, die Münzen, die nehme ich doch hier mit. Oh! Aber da hinten war doch noch eine Röhre. Eben. Also, so ein Kurzzeitgedächtnis habe ich jetzt nicht. Ey, und dieses Fischgespamme ist ja geisteskrank. Weg hier.
Secret Exit it in. Komm, das wäre jetzt krass rewarding. Das ist ein Secret Exit. Allein schon, wie die Blöcke hier angeordnet sind. Ja, wunderbar. Ah, das ist bisher wirklich meine allerliebste Lieblingswelt. Die ist halt so schön. Es ist so... Es tut mir leid, falls euch das nervt, aber es gefällt mir so. Die Welt ist super. Für den Job der Secret Exit. Okay, wunderbar. Ganz kurz. Ein viel zu entspannter Yoshi-Remix. Dachte ich mir gerade, wollte das auch so sagen. Da fällt mir auf, ich habe vorher gesagt, dass die Musik aus Paper Mario kommt. Bin ich lost oder so? Yes, definitely. Das Standard-Yoshi-Theme halt. Das, was jeder kennt. Dass ich das grüne Schalterpalast, um an die Starcoin zu kommen, no Ray. Wunderbar. Der Fischjump war's. Und da ist das Ziel. Und vom Ziel werde ich natürlich nochmal getroffen. Wäre lächerlich, wenn nicht. Okay, ich bin damit auch cool. Guys, die heutige Folge ist leider schon wieder vorbei. Aber wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit mir in die wunderschöne japanische Welt abtauchen wollt, abonniert den Channel. Dann verpasst ihr diese nämlich nicht. Ihr kriegt direkt eine Benachrichtigung. Ist kostenlos. Mega, mega nice. Und lasst ein Like da, damit ich weiß, euch gefällt das ganze Projekt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.